Hi, hier spricht David Garrett und ihr schaut Universal Backstage. Ich würde sagen, ich bin ziemlich gut im Erkennen von Instrumenten. Das ist natürlich auch beruflich gar nicht so schlecht, wenn man natürlich auch weiß, worauf man spielt und sich auch da sehr, sehr gut auskennt. Und das wäre so, glaube ich, ein verstecktes Talent, ja. Ja, und zwar sitze ich ja doch das eine oder andere Mal in der Maske für eine Fernsehsendung oder irgendeine Fotoshoot-Geschichte. Und das Erste, was ich normalerweise höre von der Maskenbildnerin, dass die immer sagen, sehr lange Wimpern, aber einfach weglachen. Also bei Instrumenten ist es ja so, wenn du klein bist, spielst du auch auf kleineren Instrumenten. Also du kriegst ja keine volle Geige. Dementsprechend, ich würde sagen eher nicht. Ich habe früher Münzen gesammelt. Die habe ich immer noch irgendwo zu Hause in Aachen. Aber es ist nicht irgendwie, dass es so ein bestimmtes Objekt gibt, was ich seit der Kindheit, so ein Teddybär oder sowas, immer dabei habe. Also da bin ich nicht sehr sentimental. Ja, wenn dann überhaupt die Geige, aber die habe ich auch in den letzten paar Jahren ab und zu gewechselt. Aber so als, also Musik ist halt immer da. Also das ist so dann mein emotionales Standbein. Disziplin, absolut, ja. Emotion, weil gerade die beiden Werke, die wir aufgenommen haben, so den Höhepunkt der Romantik, der klassischen Romantik widerspiegeln und dementsprechend ist es natürlich unglaublich emotionale Musik. Der kam relativ spät, also sozusagen die CD war schon fast in Produktion, Cover ausgesucht, Booklet, Text geschrieben und ursprünglich hatte ich mir überlegt, ist einfach ganz klar, David Garrett plays Brahms in Bruch, das Album einfach so zu nennen. Und dann habe ich natürlich überlegt, ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele junge Menschen, die vielleicht jetzt in erster Instanz mit Brahms in Bruch vielleicht nicht ganz so viel anfangen können. Es ist aber trotzdem zeitlos schöne Musik. Dementsprechend wollte ich dem Album doch einen Titel geben, der das Album repräsentiert. Und da war Timeless etwas, das mir so zwei, drei Tage vor Print eingefallen ist. Und dann bin ich auch, glaube ich, ganz froh, dass das jetzt dann doch irgendwie ein Wort ist, was das Album wirklich, wirklich gut beschreibt. Es gibt für mich in der Musik immer Sachen, die einfach durchweg eine musikalische Wertigkeit über die Zeit hinaus haben und das ist die Musik, die halt heute auch noch sozusagen gespielt wird. Es gibt ja auch viel, was geschrieben worden ist in den letzten 100 Jahren, in den letzten 200, 300, 400 Jahren, was einfach nicht den Test der Zeit sozusagen überlebt hat. Und es gibt auch Sachen, die einfach bis heute qualitativ so hochwertig sind, dass sie einfach in jede Zeit hineinpassen und jederzeit Wertigkeit haben. In erster Linie kommt es natürlich bei einer Interpretation auf das, was in der Partitur steht, was im Geigenpart und auch in der Orchestrierung drin steht. Also alles ist eigentlich vom Komponisten gegeben. Das ist wie ein Skript, daran sollte man sich erstmal orientieren. Darüber hinaus hat man natürlich als Instrumentalist oder auch als Sänger die Möglichkeit, seinen eigenen Ton, seine eigene Tonfarbe mit einzubringen. Sicherlich auch die Tempos zu bestimmen, da Nuancen hineinzubekommen. Aber in erster Linie ist das Manuskript, das Skript, wirklich ganz, ganz wichtig und danach orientierst du dich. Alles andere ist dann die Interpretation und da hast du natürlich auch Freiräume, aber immer mit dem Hintergedanken, du bist halt nicht Komponist, sondern du bist Interpret.
Naja, sagen wir so, es ist ja nicht, es, das Einzige, was uns geblieben ist, ist halt die Musik, das, was der Komponist geschrieben hat. Und daran muss man sich halt, ja, da muss man sich halt festklammern. Mehr wissen wir nicht. Niemand hat mit Brahms oder Bruch, zumindest keiner, den ich kenne, gesprochen. Und das ist halt das Allerwichtigste, zumindest als Künstler, wenn du sowas spielst. Ich bin ja mit klassischer Musik aufgewachsen, ich lebe ja Musik, ich lebe klassische Musik. Das sind Konzerte, die ich über die letzten 33 Jahre, also nein, so lange spiele ich noch nicht, da muss ich jetzt 5 Jahre abziehen, das sind dann 28, über die letzten 28 Jahre wirklich oft gespielt habe. Du lernst ja über die Zeit etwas zu schätzen und diese Musik ist Teil meiner Person, Teil meiner ja, meines Charakters, weil ich das halt so über die Jahrzehnte gelebt und auch gespielt habe. Die Verantwortung spürst du, aber die Verantwortung spürst du mit jedem Komponisten. Unter anderem natürlich auch mit Bruch und Brahms, wenn man es aufnimmt. Ja, da muss ich ein bisschen jetzt mal zurückrudern, wenn man überlegt, dass ich genauso viel von den Klassik-Alben verkaufe wie von den Crossover-Alben. Gehe ich mal davon aus, dass ganz, ganz viele Menschen, die sich auch Crossover-Alben von mir kaufen, auch dann das Klassik-Album sich holen. Und da bin ich natürlich wahnsinnig dankbar, weil das ist ja Sinn und Zweck, Crossover-Musik überhaupt ins Repertoire zu nehmen, um eine Brücke zu schlagen zu einem neuen Publikum. Und dementsprechend hoffe ich, dass das mit diesem Album wieder passiert, genauso wie das vorher bei Classic Romance als auch bei Legacy der Fall gewesen ist. Zubin Mehta kenne ich seit ganz, ganz vielen, vielen Jahren. Dementsprechend hat man gegenseitigen Respekt, aber auch darüber hinaus eine Freundschaft entwickelt. Es war unglaublich einfach und ist es auch in der Vergangenheit gewesen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es war eine schöne Kombination, dass wir erst diese Konzerte auf Tour gespielt haben in Israel und dann es sozusagen live eingespielt haben. Und ich glaube, wir haben uns gegenseitig inspiriert und dadurch ist eine sehr gute Aufnahme entstanden.